Alle Jahre wieder lockt der Citylauf tausende Läufer in die Dessauer Innenstadt. 1, 2, 4 und 10 Kilometer können dann absolviert werden. Die kürzeste Strecke für die kleinsten Leichtathletikfans, die 10 Kilometer für die, die ihre Laufschuhe öfter benutzen. Sportdirektor Ralf Hirsch, selbst Läufer aus Leidenschaft, kann wie in den vergangenen 14 Jahren selber nicht mitmachen. Ich laufe, wenn ich es schaffe, vorher. Das tue ich. Meine 10-Kilometer-Strecke mache ich eher am Wochenende, wenn es geht, zweimal. In seltenen Fällen sogar dreimal. Kommt auch vor. Insofern habe ich dann meine Laufstrecke. Auf alle Fälle am Samstag laufe ich die und am Sonntag früh vielleicht auch noch, wenn ich es zeitlich schaffe. Aber ich kann nur jedem empfehlen, dann hinzukommen, weil auf dieser neuen Strecke das einfach riesen Spaß macht und ein super Ambiente ist. Also es ist ein Citylauf, der in seiner Gesamtheit, in seiner gesamten Ausstrahlung, denke ich, unheimlich viel Spaß macht. Im wachsender Beliebtheit erfreut sich beim Citylauf der Firmenlauf, bei dem ein Team aus 5 Läufern besteht, egal ob Männlein oder Weiblein, egal ob Anfänger oder Profi. Allein die Stadt wird mindestens 3 Mannschaften ins Rennen schicken, aber auch die Stadtsparkasse oder Titelverteidiger Lucky Fitness sind wieder mit dabei. Aus meiner Sicht, ich sage das immer, sollte es nicht unbedingt das strategische Ziel sein, unbedingt schnell auf der Strecke unterwegs zu sein, sondern wirklich als teambildende Maßnahme das zu verstehen, aus Spaß mit den Kollegen einer Firma dort eben diese 2-Kilometer-Strecke gemeinsam zu absolvieren. Und mit 5 Personen, ob Frauen, Männer, gemixt, alles vollkommen, spielt alles keine Rolle. Und von der Wertung ist es auch so, dass der 5. oder der 5. Läufer, die 5. Läuferin, die ins Ziel kommt, das ist dann die Mannschaftszeit, die gewertet wird. Mit dem Ziel, dass wenn vielleicht einer nicht ganz so schnell ist im Team, das eben keine Rolle spielt, sondern mit dem Teamgedanken praktisch man als Mannschaft, als Team da gemeinsam ins Ziel dann kommt. Anmeldungen für den Citylauf sind noch jederzeit beim Sportamt der Doppelstadt. Online über die Internetseite der Stadt Dessau oder auch am 15. September selbst bis 30 Minuten vor dem Start möglich.